Was geht und willkommen zurück zu einem neuen Video, wo wir uns mal wieder die Top 5 besten Klassen und Waffen anschauen. Ich habe mich jetzt persönlich dazu entschieden, dass ich immer so ein Video nach jedem Mid-Season-Update, nach jeder neuen Season machen werde, dass ihr einfach immer so auf dem neuesten Stand seid, was so die besten Waffen zurzeit sind in Warzone. Auf jeden Fall wird es heute auch recht interessant, da auf jeden Fall jetzt auch ein paar MW-Waffen verbessert wurden, was ich auf jeden Fall sehr, sehr gut finde. Ich habe mir auf jeden Fall die Patch Notes gut durchgelesen und ich werde die euch auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken, dass ihr sie euch selber durchlesen könnt. Wie gesagt, ein paar sehr interessante Waffen sind es auf jeden Fall dabei, die ein gutes Metapotenzial haben. Und dann würde ich sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo auf diesem Video da, falls ihr mich unterstützen wollt. Schaut auch noch gerne auf Twitch vorbei, dort bin ich fast jeden Tag live. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an mit den Klassen. Als zweites haben wir immer noch die NZ plus die Plixen. Die beiden Waffen wurden zwar genervt, aber sie sind wirklich immer noch extrem stark. Die NZ hat immer noch extrem wenig Rückstoß und die Plixen auch immer noch eine gute Time to Kill und immer noch ein gutes Movement und ist einfach immer noch eine gute MP. Fangen wir wieder mit der NZ an. Ich werde die beiden Waffen jetzt nur so im Schnelldurchlauf durchgehen. Einfach aus dem Grund, da ich die beiden, glaube ich, schon ungefähr so 2-3 Mal in meinen Videos vorgestellt habe und ich da auch schon separate Videos zu gemacht habe. Den MX-Schalldämpfer, den dritten Lauf, das 3-6-fach-Scope, den mittleren Schaft für eine bessere Rückstoßkontrolle, Grace für eine bessere Rückstoßkontrolle, wenn ihr anfangt zu schießen. Vollgeladen, den Polymergriff, das 50-Schuss-Magazin verlängert und den Handstauber für eine bessere Rückstoßkontrolle. Bei der Blixen den Rückstoßbooster, den letzten Lauf für eine bessere Rückstoßkontrolle, den Schieferreflektor, Schaft entfernt für ein besseres Movement Speed. Beim Perk 1 Slot das erste für ein besseres Movement Speed und für eine bessere Waffenwechselgeschwindigkeit. Quick für ein besseres Sprint Speed, also dass ihr schneller lauft, wenn ihr sprintet. Dann auch den umwickelten Schaft für ein besseres Movement Speed. Das Gurenko 54-Schuss-Magazin für eine bessere Rückstoßkontrolle verlängert und wieder den Handstopper für eine bessere Rückstoßkontrolle. Auf jeden Fall die Klasse immer noch extrem stark, ihr macht damit auf jeden Fall nichts falsch. Wird, glaube ich, so in Z immer noch so die Meta bleiben, was ich echt schade finde. Ich hätte mir echt was Neues gewünscht, aber ihr werdet auch gleich noch sehen, es gibt echt noch gute Alternativen jetzt für die NZ. Und da würde ich sagen, geht es dann auch direkt zur zweiten Klasse rüber. Als nächstes haben wir auf jeden Fall die Klasse, die ich zurzeit tatsächlich am liebsten spiele. Und zwar einmal die Kilo und die Amaguera. Zu der Amaguera will ich auch noch ein separates Video machen. Und zur Kilo habe ich letztens eins gemacht. Auf jeden Fall die Kilo war ja damals wirklich absolute Meta. Persönlich auch mein absolutes Lieblingssturmgewehr. All time in Warzone. Die Kilo war ja immer schlecht, weil die immer so einen dritten Damage-Drop-Off hatte. Der wurde jetzt aber entfernt, was auf jeden Fall heißt, dass jetzt wirklich wieder extrem abgeht in Warzone. So wie früher eben. Auch wirklich wenig Rückstoß und jetzt auch eine ungefähr gleich gute Time to Kill wie die NZ und die KGM40. Auf jeden Fall Standard eigentlich, Monolith, Hetzerlauf den zweiten, das VLK mal 3 Visier. Am besten, ich spiele hier am liebsten mit dem T-Pose Fadenkreuz. Das 60-Schuss-Magazin, wenn ihr Solos spielt, geht auch das 50-Schuss-Magazin. Und als letztes noch den Kommando-Vordergriff für eine bessere Rückstoßkontrolle. Bei der Amaguera habe ich so ein bisschen rumprobiert, weil ich habe nicht so ganz gewusst, wie ich sie spielen soll. Ich habe hier auf jeden Fall den Rückstoßbooster drauf. Beim Lauf war ich mir nicht so ganz sicher. Beim ersten hatte die mir zu viel Rückstoß und beim, ich glaube, vorletzten war das, weil ich mir dann zu langsam her vom Movement Speed für eine MP. Und dann habe ich mich einfach hier für gar keinen Lauf entschieden und so spiele ich die jetzt eigentlich am liebsten. Dann den Schieferreflektor, den ersten Schaff für ein besseres Movement Speed. Dann Hardscope für eine bessere Rückstoßkontrolle. Quick für ein besseres Movement Speed. Wieder den umwickelten Griff für eine bessere Zielstabilität, ein besseres Movement Speed, eine bessere Sprint-to-Fire-Time. Und die Waffen wechselt ihr damit noch schneller. Dann das 60-Schuss-Magazin, das normale, für eine bessere Munitionskapazität. Verlängert. Nochmal den Handstopper für eine bessere Rückstoßkontrolle. Die Klasse kann ich euch auf jeden Fall auch nur ans Herz legen. Meine absolute Lieblingsklasse zurzeit, weil ich die Amaguera davor auch wirklich noch gar nicht gespielt habe. Auf jeden Fall die Kilo echt eine extrem geile Waffe und die Klasse macht wirklich extrem viel Spaß. Probiert sie auf jeden Fall aus und dann würde ich sagen, gehen wir auch jetzt schon zur dritten Klasse. Als nächstes haben wir dann wieder eine MW-Waffe, die früher Meta war und dann wieder genervt wurde und jetzt wieder gebufft wurde und das ist die Amax. Die Amax wurde auch wieder, was Schaden angeht, gebufft, weil davor wurde sie ja ziemlich genervt und in Kombination mit der Time to Kill und dem Rückstoß hat sich es eigentlich nicht wirklich gelohnt, die Amax zu spielen. Freut mich auf jeden Fall, dass die jetzt wieder deutlich besser ist, weil das ist halt so eine Waffe, die kann man, wenn man gut ist, kontrollieren und wenn man nicht so gut ist, dann eben nicht so gut. Und wenn man halt eben gut ist, trifft man dann auch mehr Schüsse und man wird dann quasi halt dann dafür belohnt, wenn man die Waffe gut kontrollieren kann. Als zweite Waffe habe ich mir dann hier die PPSH rausgesucht, weil es einfach in meinen Augen eine sehr underratede Waffe macht. Auf jeden Fall auch extrem Spaß als Sniper-Support und als Nahkampfwaffe. Bei der Amax sowie bei der Kilo Monolith, den längsten Lauf, den zweiten, das VLK, hier mit dem T-Pose-Fadenkreuz, das 45-Schuss-Magazin. Und den Kommando-Vordergriff für eine bessere Rückstoßkontrolle und für eine bessere Zielstabilität. Dann bei der PPSH spiele ich wieder den letzten Schalldämpfer, wieder für eine bessere Schadensreichweite. Gerade bei der MP ist es ganz wichtig. Dann den Taskforce-Lauf, den Tiger-Team für ein besseres Movement-Speed
und für ein besseres Movement Speed, während ihr eben im Visier seid. Dann noch den letzten Schaft nochmal für ein besseres Sprint-to-Fire-Time und wie gesagt nochmal für ein besseres Movement Speed, während ihr eben schießt oder im Visier seid. Und dann spiele ich noch das 55-Schuss-Trommelmagazin. Falls ihr aber mehr braucht, könnt ihr aber auch das 71-Schuss-Trommelmagazin mitnehmen. Auf jeden Fall, wie gesagt, auch eine extrem geile Klasse. Macht auf jeden Fall extrem Spaß. Ist jetzt auf jeden Fall nicht ein neuer Meta oder so, aber ist auf jeden Fall mal eine ganz gute Abwechslung. Als nächstes habe ich mich dann mal wieder für eine reine Coldshock-Klasse entschieden. Und zwar haben wir hier die Pharah und die Bullfrog. Die wurde nämlich, glaube ich, sogar um 5 Schadenspunkte gebufft. Die Pharah ist wirklich auf Rebuff extrem nice. Hat jetzt ein bisschen Rückstoß tatsächlich, weil die geht irgendwie so schlangenförmig nach oben. Aber auf Rebuff, also auf mittlere Distanz, ist es auf jeden Fall auch gut kontrollierbar. Für Caldera ist die aber eher nichts. Und dann habe ich hier noch die Bullfrog noch mit reingepackt, weil die hat einfach ein großes Magazin. Gerade auf Rebirth, wenn ihr Squads spielt oder Trios, extrem geil, weil ihr nicht nachladen müsst. Ich würde sagen, fangen wir wieder mit der Pharah an. Die letzte Mündung wieder, also den GRU-Schalldämpfer für eine bessere Bullet Velocity und bessere Rückstoßkontrolle. Dann den letzten Lauf, klassisch wie halt bei den ganzen Cold War-Sturmgewehren, für eine bessere Bullet Velocity und mehr Rückstoßkontrolle. Dann das Agile Arms mal 3. Das 60-Schuss-Magazin, die lädt ein bisschen nach, also wenn ihr wollt, ein Solos spielt, könnt ihr auch das 45-Schuss-Schnelllader-Magazin mitnehmen. Und dann beim Vordergriff noch den Spitznassgriff für eine bessere Rückstoßkontrolle. Bei der Bullfrog gibt es mehrere Varianten, wie man die spielen kann. Ich zeige euch jetzt mal meine Variante. Den letzten Schalldämpfer für eine bessere Bullet Velocity und eine bessere Schadensreichweite. Den Tiger Team für ein besseres Movement Speed. Den letzten Schaff für ein besseres Sprint to Fire Time und für ein besseres Movement Speed, während ihr eben im Visier seid. Dann beim Griffband als letzte nochmal für eine bessere Flinch Resistenz, eine bessere EDS Time und eine bessere Zielstabilität. Und dann habe ich hier noch das normale 85 Schuss Magazin reingepackt, weil ich es eigentlich ganz nice finde, so viel Beschuss zu haben. Falls euch 65 Schuss reichen, könnt ihr natürlich auch 65 Schuss reinpacken. Oder wenn ihr auch nur 50 Schuss braucht, könnt ihr auch stattdessen noch hier den Cruiser Grip draufpacken für ein besseres Movement Speed. Auf jeden Fall auch eine extrem nice Klasse. Lohnt sich auf jeden Fall mal wieder ausprobieren. Ist auf jeden Fall gerade auf Rebirth wirklich extrem gut. Macht wirklich auch extrem Spaß. Und dann als letztes habe ich nochmal so eine richtige OG-Klasse nochmal mit reingepackt. Und zwar die Brun und die MW MP5. Brun auf jeden Fall habe ich letztens schon ein Video zu gemacht. Wirklich absoluter Laser. Eine richtig gute Time to Kill. Lohnt sich auf jeden Fall das Ding mal auszuprobieren. Wird sehr unterschätzt. Spielt auch glaube ich fast keiner in Warzone. Wirklich ist es eine extrem geile Waffe. Schaut euch auch noch gerne das Video dazu an. Und dann auf jeden Fall dazu noch die MW MP5. Auch noch ein extrem geiles Ding. Vor allem aus der Hüfte. Macht auf jeden Fall extrem Spaß, das wieder auszupacken. Bei der Brun fangen wir wieder an mit dem Monolith-Schalldämpfer. Den zweiten Lauf, den längsten Lauf für eine bessere Bullet Velocity, eine bessere Rückschusskontrolle und eine bessere Schadensreichweite. Den Tech-Laser, das VLK mal 3 wieder hier mit dem T-Pose-Fadenkreuz und noch den Kommando-Vordergriff. Falls ihr die Waffe aber so spielen wollt wie früher, den Tech-Laser runter und den 60 und das 60-Schuss-Magazin eben drauf, dann seid ihr ein bisschen mobiler, habt aber auch mehr Rückschuss und so würde ich dann zum Beispiel auch auf Caldera nicht mehr spielen. Für Caldera würde ich euch dann eher diese Klasse empfehlen und ich habe mich eigentlich jetzt auch so an die Klasse hier dran gewöhnt. Und dann noch bei der MW MP5 den integrierten Monolith-Schalldämpfer, den 5MW-Laser für eine bessere Hipfire, den letzten Schaft, also den Klappschaft, ein besseres Movement Speed und eine bessere ADS-Time, das 45-Schuss-Magazin und dann noch hier den Merc-Vordergriff nochmal für eine bessere Rückschusskontrolle und für eine bessere Hipfire. Die Klasse auf jeden Fall, auch gerade auf Rebirth, wirklich extrem geil und auch noch auf Caldera macht die auch noch extrem viel Spaß. Vor allem die beiden Waffen nochmal richtig schön, nochmal die alten Vibes wieder kriegen, macht auf jeden Fall extrem viel Spaß. Und ich glaube, ihr konntet jetzt heute auch schon sehen, da sind MW-Waffen wieder mit drin, weil ich habe in letzter Zeit echt Spaß gefunden wieder an den ganzen MW- und Cold War-Waffen. Und natürlich gerade Kilo und der Amax sind jetzt auf jeden Fall auch wieder stark nach dem Buff, was mich auf jeden Fall wirklich extrem freut, weil ich die Vanguard-Waffen irgendwie alle nicht so geil finde. Und dann würde ich aber sagen, war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall bis hierhin fürs Zusehen und dann würde ich sagen, lasst gerne noch ein Like und ein Abo auf diesem Video da, falls ihr mich wie gesagt unterstützen möchtet. Schreibt auch noch gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare und schaut auch noch gerne auf Twitch bei Tripod und 5. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.